Schaltet ein und findet raus, ob ich Gentoo installieren kann. Das in den nächsten Mikroepisoden von GNU Funst. Willkommen zur Gentoo-Installation. Und so ein Gentoo fängt natürlich auch mit fsys an. Also richten wir uns doch gleich mal die nötigen Partitionen ein. Wir haben da die Platte auf devsda. Und ja, fsys werden die meisten wahrscheinlich schon kennen. Man kann sich die Partitionstabelle anzeigen und sehen, dass wir auch nicht unsere andere Festplatte erwischt haben. Und mit der Hilfe suchen wir uns einfach mal die Befehle raus, die wir brauchen, um unsere neuen Partitionen einzurichten. Mit der primären fangen wir an. Da brauchen wir am Anfang eine, wo der Kernel liegt. Eine, die so 32 MB groß ist. Fängt am Anfang an, der Platte. Also plus 32 M für Megabyte. Und da ist sie dann. Mit P kann man sich dann nochmal angucken, was denn geändert würde. Dann brauchen wir natürlich noch eine. Das ist die nächste, die Swap-Partition. Die ist auf dem Rechner mit 20 GB vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Aber wenn man halt viel RAM hat und man Hibernate machen will, dann sind 20 GB vielleicht gar nicht zu wenig. Dann brauchen wir noch natürlich noch eine Root-Partition. Gucken nochmal, ob alles stimmt. SDA1, SDA2. Aber was auffällt ist, der Typ stimmt ja nicht bei der Swap-Partition. Da steht 83 die ID und wir brauchen aber eine Swap-Partition. Das ist dann die 82 und die kann man ändern mit T. Also geben wir den Code ein, 82, und haben unsere SDA2 umgewandelt in eine Linux-Swap-Partition. Nun zur Root-Partition. Wieder eine primäre Partition, die mit 100 GB für Gentoo auf jeden Fall nicht zu klein ist, weil wir werden viele Ressourcen haben, die rumliegen, von denen wir vielleicht auch mal neu kompilieren müssen. Und das kann voll werden. Als nächstes noch eine erweiterte Partition für den Rest der Festplatte, weil das ist noch eine mit MS-DOS-formatierte Festplatte und da passen nur 4 primäre Partitionen drauf, also muss die letzte eine erweiterte sein, damit man dann noch ein paar logische Partitionen drauf bekommt. Das machen wir auch, das ist dann die Partition 5 mit 500 GB für eigene Daten und am Ende schreiben wir das Ganze auf die Festplatte und müssen uns jetzt natürlich noch darum kümmern, dass wir aus dem Live-System auf die Platten raufkommen. Also vorher formatieren entsprechend mit den Dateisystemen. Mit X2 formatieren wir die Boot-Partition, wo der Linux-Kernel und der Boot-Manager drauf liegt. Das war unser SDA1. Und dann haben wir natürlich noch eine Swap-Partition. Da kreieren wir mit mkswap eine. Und zum Schluss bleibt dann noch übrig die SDA3 und die SDA5. Wobei die SDA5 wir nicht unbedingt jetzt schon formatieren müssen. Genau, ext4 ist dort die Wahl. Ja, und jetzt ist alles formatiert. Jetzt können wir dort hineinwechseln. Unser Mountlaufwerk erstellt uns ein Gentoo-Verzeichnis, um unser Gentoo Stage 3 dort zu installieren. Mounten das entsprechend. Natürlich unseren Root, das ist SDA3, das ist nicht Boot. Ne? Boot ist wieder nur ein Teil von Root. Das machen wir im Anschluss. Wechseln also in das Gentoo-Verzeichnis. Erstellen uns ein Boot-Verzeichnis und mounten in diesem Boot-Verzeichnis unsere Boot-Partition, unsere 32 MB-Partition auf SDA1.
die Swap-Partition einzuschalten bringt auch was, wenn man zum Beispiel jetzt nicht wie hier aus einem bestehenden Linux-System, was gerade läuft, installiert, ist es vielleicht ganz gut, schon während der Installation die Swap-Partition zur Verfügung haben. Ja, dann geht es weiter mit dem Besorgen des Stage 3 Archives und das bekommt man natürlich von gentoo.org. Genau, um das mal abzukürzen, direkt zu den mirror.linux.de.org, wo es dann auch unter den Releases die entsprechenden Stage 3s gibt. Und man muss natürlich hier wieder seine Architektur berücksichtigen, AMD 64 ausgewählt und dann unter Kirin Stage 3 bekommt man dann auch sein entsprechendes Image. Und nicht vergessen, trotzdem die Prüfsummen mit herunterladen und anschließend prüfen. Wir haben jetzt hier natürlich freundlicherweise einen Mouse zur Verfügung und können das ganz einfach kopieren. Pipen das in grep mit dieser Prüfsumme und wenn es gültig ist, genau, bekommen wir die Zeile nochmal angezeigt. Sollte es nicht gültig sein, dann bekommt man die Zeile nicht nochmal angezeigt und weiß, dass etwas nicht damit in Ordnung ist. Genau. Um Stage 3 zu installieren, kann man das mit tar-xvjpf einfach entpacken und Stage 3 ist drauf. Und in der nächsten Mikroepisode zeige ich dann, wie es nach Stage 3 weitergeht.